Ja, sag Leiden, Tauto wieder hier und willkommen zurück bei Artist Survivor. Mit dabei der Herr Blaze. Hallo. Ralf Finger. War gerade auf dem Klo, ich bin wieder da, hallo. und die Nancy. Hilfe! Drei Zombies sind um Jahren und Hilfe! Ich bin nicht verwechseln, wir sind auch noch Gott. Da. Nicht, dass du, was los? Ist Nancy tot? Nice! Ja. Läuft bei der Nancy. Gott. Letzte Echt? Folge, Nancy gleich ist mal wieder tot. Angefangen hier. Nancy, wo bist du gestorben? Dann loot ich dich. Witzig, das sind vier Zombies, viel Spaß. Vergiss nicht, Ralf hat eine Waffe. Ich hatte vier Waffen. Vier. Und keine Kugel. Hey Nancy, du bist jetzt auch links von mir gespawnt. Kein Ortsschild. Noch bin ich noch gar nicht gespawnt. Warum habe ich gerade welche dieser Hexe deiner ist? Ja, ich sehe es nicht mehr. Mist. Weiß nicht, wo du gestorben bist, Nancy. Also in der Stadt auf der Baustelle. Ah, Baustelle, okay, das ist aber cool. In der Nähe von der Kirche, Baustelle oder normale Keine Ahnung, Baustelle? Ich hab mich auf eine Kirche, normale Baustelle. Alles klar, gut, alles klar. Heroisch wie Nancy ist, hat sie sich für uns geopfert. Witzig. Da hinten hätten wir was mit. Ich habe Straßenschilder, Leute. Ich habe Straßenschilder, okay. Atira 7 Kilometer weg, Pyrgos ist 3 Kilometer weg und Rhodopoli 2. Warte mal, ist das hier nicht... Rhodopoli, du bist... Ach, das ist ja... Wie hieß die Stadt hier... Oh. Damals im Epic-Projekt mit dem Sportplatz hier, der Spawn. Ah. Ja, dann bin Kavala? Ich da. Wo? Da bin ich 3 Kilometer von dir entfernt. Nee, Kavala cool. ist es nicht. Pyrgos muss wo bist da du? Da läuft noch jemand auf mich zu. Atira, du bist in Atira, verdammt. Nancy? Was? Läufst du gerade zu einem Military? Ja. Hm, ich auch. Ich bin nackt. Ihr seid oben in Atira. Atira. Okay. Das ist Atira. Atira? Ja, an dem Sportplatz sind wir immer gelandet mit dem Heli, richtig? Genau. Bist du das hier drüben? Ja. Hi! Ich hab nix, der Turm ist meine. Geh weg! Nee, das ist meins. Wer ist denn da? Weg! Die schneller. Glaubt man es? Die schneller. Ja, guck mal. Die schneller. Schneller. Meine, hier ist nichts. Na, voll fies, ne? Oh, hier ist aber nix. Also, Ralf, du bist irgendwo... Und ich sing schon mit in der Tür. Ralf, du bist irgendwo in der Nähe von Trader City Ost. Hier ist kein Loot. Das freut mich. Ich hab ein zerstörtes Auto gefunden. Wir müssen warten, wahrscheinlich. Leider zerstört. Ah, ich hab einen Werkzeugkasten dabei, ich Idiot. Ich hab einen Werkzeugkasten gefunden. Ich hab ein Auto gefunden und ich hab einen Werkzeugkasten. Nice. Guck mal, ob ich den krieg hier, ey. Also, ich würde vorschlagen, wir triggern hier erstmal und gehen dann nochmal rein, weil ich glaube, der Loot, das spawnt erst noch. So was Mieses. Hm. You has got a chance, lol. Okay, was ist das für ein Englisch? Ja, Sidechat lesen, wie gesagt. Will ich nicht machen. His English is not very good. And nee, it's not wirklich. The yellow from the egg. Ja, weil der kann zocken. Na, was drin? Also nö, im Auto ist ein 2x Sprite, Fanta, Plastikflasche, Antibiotika, Trennschleife und goldener Pokal. Was? Gehen wir mal in die Stadt. Oh. Ja. Okay. Ist es offen? Ja. Wow. Nice. Dann kommt noch halt nur nicht repariert so. That's the major issue. Stimmt wirklich, Atira, jetzt habe ich so Ortsschild gefunden. Ja, jetzt nur die Frage ist, wie ich den benutze. Windows-Taste. Okay, läuft, meine Freunde. Läuft! Das Windows-Taste funktioniert nicht. Crunchy, Crips. Ah, jetzt. Cornflakes. Komisch, sieht genauso aus wie ein Daisy. So. Oh verdammt, mir übergegessen. Nein! So, Fuel habe ich auch einstecken, glaube ich. Warte das mal, Auto ist fast rot, ich fahre, Leute. Wir haben ein Auto. Solange es nicht explodiert. Bis zur nächsten Mine. Ja, aber lass uns oder Freude, bis zum nächsten Stein. Haben. Warte mal 5 Minuten, dass Ralf gegen den Stein gefahren ist. Mann, ich habe das Auto erstmal repariert, damit ich es losfahren kann. Ja, das war nicht so wie sonst immer. Sorry, wie, haben sie die Werkzeugkästen jetzt geändert oder wie? Hä? Ich habe einfach das Auto repariert, weil es kaputt war. Das geht auch ohne Werkzeugkasten? Ich hatte den Werkzeugkasten. Ja, aber da sind ja normalerweise die Werkzeugkästen nicht so, dass sie das komplett das Fahrzeug reparieren? Ich verstehe deine Frage nicht. Ich habe das komplette Fahrzeug repariert. Ja, warum sagst du, es ist noch komplett rot? Wegen Sprit. Ach so. Lass Sprit das. Ich fahre übrigens gerade auf, wohin fahre ich denn? Wo soll ich denn fahren, Leute? Sagt mir, wo ihr seid, dann fahre ich zu euch. Pyrgos. Ihr seid Atira. Ja, wollte ich gerade sagen. Ihr müsst in Atira sein, eigentlich. Oder in Atira. Ja, wir sind in Atira, ja.
dann gut, sind wir in Atira. Ja, hol die beiden mal ab in Atira und ich bin ja, du bist, hier. Du bist wirklich ganz an, du bist da unten bei Kavala, ne? Drüben sehe ich das sogar. Ich bin jetzt gerade in Theresia. Du bist richtig weit unten, ne? Da unten. Ja, ich bin bei Neo Chori links Gott, runter irgendwo. Nancy, Mann. Nancy wieder. Sonst gute Shit ab, Mann. Bei mir funktioniert also, der Windows-Tasten-Loot nicht zum Kotzen. Oh, hinter mir ist ein Respawn. Ja, da musst du, wenn du eine Waffe hast, geht es leichter. Nö, da macht er bei mir gar nichts. Auch mit Waffe. Blaze, ich komm jetzt zu dir, spring den bösen Buben mit. Mann! Nö, ich hab nur eine Pistole ohne Muni. Ich hab gar nichts. Den kannst du behalten. Nö, will ich nicht. Der stinkt. Du stinkst nach harzer Käse. Ich werde jetzt im Übrigen erstmal hier looten, bevor ich irgendwo hinfahre. Noch eine Karte. Toll. Ja, ich hab keine Karte. Man, kann man hier nicht einfach mit irgendeiner Bauchtasche oder irgendwas, wo man ein bisschen was reintun kann, spawnen? Das ist eher Bauchtasche. Das haben wir auch schon gesagt. Ich könnte jetzt nicht mal Muni aufheben für das Ding. Fuck, da ist schon wieder ein Zombie. Hey, du, hier gerade Bauchtasche. Jetzt werde ich im Boden. Gib mir mal eine Bauchtasche. Zwei for life, Bauchtasche, now. Now, into me. Get into the chopper, now. Ja, genau so. Bauchtasche, Crew, das ist der Bauchtasche. Okay, drauf geschissen. Bevor ich jetzt loote, ich hole euch jetzt. Das macht mehr Sinn. Yay. Ich bin hier beim Militärstützpunkt, wo ordentlich was abgehen könnte, aber ich will nicht so egoistisch sein. Ich bin ja so Teamplayer, ne? Kennt mich ja. Ja, genau. Soll ich mir kurz mal einen Reifen zerschießen und einfach hier looten, weil ich da nicht mehr weiterfahren kann? Ich würde es dir sogar noch zutrauen, dass du das wirklich machst. Ja, ich würde es dir selber auch zutrauen. Ich repariere es und schieße selber kaputt. Es kann natürlich auch sein, dass ich nur ankomme, aber wir dann nicht mehr wegfahren, weil das Auto bis dahin kaputt ist. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie das hier enden kann für uns. Nur nicht, dass ihr so hohe Hoffnungen auf mich setzt. Aber geil war, dass ich in dem Haus durch den Werkzeugkasten gefunden habe und dann ein kaputtes Auto finde. Das war echt schon irgendwie nice. Nice, ja. Das war schon very, very lucky. Very, very lucky. Kein Loot. Das ist echt kein Loot, ne? Was auch ein bisschen nicht sehr hilfreich ist, dass erst Zombies spawnen und dann irgendwann mal mit viel Glück und wenig Hoffnung Loot. Ja, aber es ist, was heißt sehr hilfreich? Ich meine, wir machen ja so einen Survival-Trip durch und es ist gut, dass es ätzend ist. Ja, das wenn schon. Wenn wir es zu viel bekommen würden, dann spielen wir eigentlich Epoch, so weißt du? Da kriegen wir das Loot in hinterhergeschmissen. In Massen. Genau. Ich hab ein Kabel gefunden, ganz toll. Hm. Kann ich mich jetzt noch hängen oder was? Darf schon ruhig schwer sein. Wow. Okay, ich bin jetzt, oh Gott, nein, ich bin da bei dem scheiß Checkpoint, ey. Verdammt nochmal. Warum ist wohl der Typ, der gerade auf mich geschossen hat? Da, also ich könnte draufgehen, weil hier der Checkpoint ist. Geschossenen Türen, ja, mit geschlossenen Schranken. Auch meine war offen? Gar nicht schaff. Mit der Mine. Genau, die war offen. Boah, lag das gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch immer noch Minen liegen. Sah zumindest so aus. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Was denn passiert gerade, der Hase? Wir rasten wieder aus gerade. Ja. Man hört's. Was? Entschuldigung. Man hat es gehört. Na, halb so wild. Nur hier haben auch ein Leben, ne? Ich werde sie muten für immer. Okay. Die Kirchentüre geht nicht offen. Ich wollte aber heute beten lassen. Was ist da los? Nancy, heißt es dann noch bei dir, demnächst bei dir Hasenragout? Haha, nee. Nee. Wo? Rucksack. Ich esse selber nicht mal Hase. Hm. Ist aber sehr, sehr schmackhaft. Nee. Finde ich nicht schön. Ach scheiße, kann ich über die Mauer gucken, ey. Da muss ich mal gucken. Also in Checkpoint, Leute, kann ich nicht passieren mit meinem Auto, weil Minen. Okay. Total vermint. Bin mir ziemlich sicher, dass da welche liegen. Ja, genau, in der Mitte. Da sind auf jeden Fall Gegenstände in der Mitte direkt unter dem Stoppschild und das sieht mir aus, als wären es irgendwelche. Wenn du versuchst drauf zu schießen. Ah, oh, okay. Ja, ich hab das auf. Nur im großen Kaliber, nicht mit deinem X. Ich hab das auf der F-Taste. Bitte? Auch die Windows-Taste bei euch habe ich auf der F-Taste. Keine Ahnung warum. Vielleicht hast du irgendwann einmal umgebindet. Möglich. Vielleicht noch vom Epic-Projekt. Boah, die hitten die Zombies unglaublich. Ja stimmt, damals gab es ja das auch schon mit Windows-Taste. Zur damaligen Zeit. Bist du überhaupt Blaze? Bist du schon weg aus der Stadt oder was? Nö, ich laufe jetzt nochmal einfach, weil ich an den Loot glaube, zu dem Militär. Da war aber doch jemanden. War da wer?
Ja, na klar, ich hab doch gesagt, ich bin auf, hatte jemand auf mich geschossen. Deswegen bin ich ja weggerannt. Nichts, also ich denke mal, dass es Minen sind hier, das sieht schwer danach aus. Mhm. Dann fahr doch außen rum. Ja, es gibt eine riesen Mauer, kann man nicht rumfahren. Es gibt nur zwei Mauer Checkpoint. Muss weg. Du kannst uns zum östlicheren Checkpoint, aber dort wurde ich vor zwei Folgen erschossen. Ich weiß nicht, ich bin am östlicheren Checkpoint. Oh, hallo Zombie. Ah. Warte mal, ist. Oh mein Gott, die Zombies haben mich gesehen. Nee, Blödsinn, ich war am westlichen, sorry. Den bei Pyrgos. Dort wurde ich erschossen. Mein Fehler. Alles klar, ich tanke mal mein Auto voll. Ich habe auch noch einen Benzinkanister gefunden. Ich habe also in der Aufnahme wieder ein Stück gehabt, ey. Ich werde jetzt mal da runtergehen und zu der Militärbase fahren und die looten. Es tut mir jetzt wirklich leid, aber ich kann euch erstmal nicht helfen, weil ich nicht durch die Schranken durchkomme. Ja, ist glaube ich besser, wenn du überlebst, als wie dass wir hier. Ich wäre schon gerne bei euch, so ist es nicht. Ja. Auch ein Ralf muss mal sterben. Ja, ich bin ja schon, ne? Letzte Folge, so ist ja nicht. Loot, da ist Loot. Wow, ein Komiker. Ein Red Bull. Ja, Boria. Wenn jetzt nächstes Mal jetzt dann die Auster ausgeht, habe ich einen Red Bull zum Reinknallen. Nice. Hm. Habe ich für heute auch im Kühlschrank. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit bin ich eher mehr so der Monster-Trinker, so wie Ralf. Ja, das, was ich immer die ganze Zeit mir reinkippe, gibt's nicht mehr bei uns. Ja, du hattest ja immer die Valentino Rossi Sonderedition, oder? Genau, die gibt's nicht mehr. Ja, die gibt's nicht mehr bei uns, Cola nicht mehr in Österreich. Aber nur, ganz ehrlich, ich finde eigentlich das Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich ganz gut. Ja, es geht nur bei uns, ne? Kostet nicht so viel. Und vor allem, es ist eine 0,5er Dose. Und das Schöne bei euch in Deutschland ist, ihr habt viel mehr Sorten. Ja, das stimmt, wir haben da ordentlich das Gesundheitsministerium und so drauf geschissen, Hauptsache Kohle verdienen. Ja, dafür habt ihr aber auch Dosenpfand, müsst ihr zahlen. Was aber ganz cool ist, finde ich, das hält die zumindest die Städte sauber. Das auf jeden Fall, also bei uns haben sie das nicht. Und das merkt man dann schon. Und wie gesagt, man hat sich nach, wie lange ist das Dosenpfand jetzt bei uns in Deutschland? 10 Jahre oder so? Da ich bin nicht schon. Ja, eben. Ja, für mich war es ungewohnt, also ich war voriges Jahr draußen und dann war ja überall Pfand drauf auf eure Flaschen. Was draußen lang, in Deutschland, ist das bei so draußen, ja? Ja, das ist für uns aus der außerhalb von Österreich, geil, nennt man draußen. Ja, ist geil, das ist cool. Ich wollte gerade nur mal verifizieren, dass ich das richtig verstanden habe. Ja. Bruder Shit, Mann. Ja, wenn ich zum Beispiel nach Kroatien fahre, dann sage ich, ich war unten in Kroatien. Ja, okay, gut, macht Sinn. Ich bin jetzt übrigens in der Militärbase über, es ist, wo die ursprüngliche Altesbank war, daneben die Stadt, wie heißt die nochmal? Pyrgos? Pyrgos. Was, Pyrgos? Nee, Pyrgos muss es gewesen sein. Ah, Pyrgos, sorry, ja, stimmt. Sondern, passt schon, ne? Die Urbank, sorry. Die Urbank, genau, ja, genau, da bin ich gerade, ja. In diesem Militärgebiet. Das ist ja ein wahnsinniges Militärgebiet. Also ich werde ja die nächsten 1,5 Folgen hier rumbringen und looten. Ich werde alles ins Auto packen und hoffen, dass ich irgendwas Sinnvolles finde. Ich hätte gern Munition für meine Waffe. Me too. Me too. Ihr müsst halt versuchen, dass wir uns irgendwo treffen. Das mit diesen Minen ist halt echt kacke so. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass die... Die kriegst ja nur mit dem Sniper weg. Nancy, hast du schon eine Waffe? Ich habe eine Waffe, aber keine Munition. Welche? Warte, was ist das hier? Eine Wärmen-MP. Was frisst die? 45 ACP. Okay, die suche ich auch. Ah, die Wärme, das ist alles klar. Bei 9mm hätte ich schon. Schmeiß ich dann weg, wenn ich jetzt was Gescheites krieg hier. Versuch jetzt mal zum meinem Loot hinzulaufen. Mal sehen, ob das noch da liegt. Das ist nicht mehr ganz so weniger. Weit. Nee, ich glaub's auch nicht, aber probieren. Fuck, ich hab schon wieder Zombies im Arsch. Ich hab's extra weggelegt vorher. Glückwunsch. Danke. Und Militärturm ist hier oben auch nochmal welche. Alter! Da hat jetzt Spaß, ne? Der hat mich gehittet. Bin in voll reingelaufen. Nee. Nicht mit mir. Ah.
Verdammt, hier sind überall Zombies. Leute, habt ihr schon mal auf M gedrückt? Und oben rechts auf die Zahl geschaut? Nein? Nein? Dann macht das mal bitte ganz kurz. Ja. Kennt ihr, was das bedeutet? Was? Weiß ich nicht. Kennt ihr nicht, was das bedeutet? Nein. Oben rechts ist die Uhrzeit. Ja. Das heißt, wir haben gleich wieder stockdunkel. Oh, fuck. Nö. Deswegen solltet ihr euch irgendwas suchen, wo ihr irgendwie klarkommt, in der Stadt, wo Licht ist oder sonst was. Ich hab rotes Licht. Ja, wie gesagt, das ist nice to have, aber ihr solltet definitiv weg von der Straße, weg von offenen Flächen, irgendwo hin, wo es, wie gesagt, Licht gibt. Sonst müssen wir auch wieder aufhören aufzunehmen, weil sonst seht ihr echt nichts mehr, ist einfach schwarz. Oder das liegt nicht neben, wobei dann seid ihr halt so eine Tactical Beacon, ne? Dann werdet ihr halt von jedem über 3 Kilometer gesehen. Macht doch nicht. Leuchtet wie so ein Stern. Wobei, es finde ich ganz geil so. Ich habe mit Dalo damals, bin eher mit dem blauen, nicht mit dem roten Richtung rumgerannt und so. Wir kamen uns echt, war witzig, hat Spaß gemacht. Ein bisschen Spaß muss sein. Oh mein Gott. Wie komme ich denn da so? Das Inventar ist dann Boden hier, oder? Genau. So, nächsten Häuser abklappern. Wo ist jetzt die Bandage hin? Ich habe ja eine aufgegraben. Ander Blödsinn, das war jetzt Red Bull. Ich depp. Weißt du, man findet alles. Bloodbag, Painkiller, aber keine Munition. Genau. Da müsst ihr echt in der Militärbasis oder auf diese Gebäude, oder, die wir gerade angesprochen haben. Oder die falsche Munition, das ist auch. Ach, immer. Es kann doch nicht sein, dass hier die Leute keine Waffen zur Selbstverteidigung haben. Naja, eigentlich sollte die Insel ja komplett ausradiert sein. Es sollte ja niemand mehr auf dieser Insel sein. Nancy, du bist der Knaller, du bringst erst Leben bei den Jungs rein, wir haben dich richtig gefeiert. Danke, Boris, weißt du Bescheid. Ich hab mich übrigens gerade mit Cornflakes überfressen, ne? Da bist, Nein, Nancy, du immer. Wie habt ihr doch gesagt das letzte Mal vor der Aufnahme? Du und deine Cornflakes. Und übrigens, die gehören deinem Hasen, ja? Denk dran. Ein Hasen essen doch keine Cornflakes. Frag doch mal deinen Hasen. Isst du Cornflakes? Ja, Mami. Die schlafen alle beide. Es wird aber ganz schön schnell dunkel, verdammt. Und dann schreist du die so an, wenn sie beide schlafen? Du bist ja nett. Esst ihr Cornflakes, ihr Wichser! Nee, die interessiert es nicht. Die sind das gewöhnt, dass ich hier rumschrei. Okay, gut. Rage-Mutti. Ja, man gewöhnt sich dran. Deswegen. Müssen sie ja. Oh Gott, wollte Wahl. Mich verarschen. Ich renne in ein Haus rein und da steht voll richtig fett und breit ein Zombie in der Mitte. Nice. Was ist bei dir? Oh Mann. Grunzt mich hier an, aber macht zum Glück nichts. Ja, dann haben wir mal Glück gehabt. Oh, verdammt. Nur Leute. 1,7 Kilometer. Toll. Wohin? Oh, nice. Ich habe schnell Klamotten gefunden. So viel Loot hier, Ralf, ist es echt nicht jetzt zum Aushalten, ey. Ja, und ich habe einen Zombie getriggert. Yippie. Nice. Yippie, Schweinebäckchen. Was ich gerade noch sagen wollte, es wird dunkel. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns in der nächsten Folge schlagen oder wie sich die anderen drei schlagen. Die weiß ja nicht, wo sie sind, aber bin mal gespannt. Bald in Sicherheit. Oder mit Knicklicht bewaffnet, ja. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke wieder fürs Zugucken und wir sind draußen. Bis dann. Tschüss. Ciao.